Viele Reiter genießen die Zeit im Gelände mit ihrem Pferd. Für sie gibt es nichts Schöneres, als bei Sonnenschein über die Felder zu galoppieren oder im Schritt die Natur zu beobachten. Neben dem Spaßfaktor sollten jedoch auch die Risiken nicht aus den Augen verloren werden. Es gilt, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bevor Pferd und Reiter den Hof verlassen, sollte man sich eine gültige Ausreitplakette besorgen. Durch diese Ausreitplakette hat man die Erlaubnis, sich frei auf den im Gelände zur Verfügung stehenden Reitwegen zu bewegen. Die Plakette muss sichtbar am Pferd angebracht werden, andernfalls droht eine Geldstrafe. Zudem muss immer darauf geachtet werden, dass man nicht auf Fußgängerwegen oder Feldern reitet, sondern immer die dafür vorgesehenen Reitwege nutzt. Bevor der Ausritt beginnt, muss das Pferd gesattelt und aufgetrenzt sein, damit der Reiter ausreichend Halt und genügend Kontrolle über sein Pferd hat. Dabei sollte das Sattelzeug kurz kontrolliert werden. Defekte Steigbügelriemen oder ein defekter Sattelgurt können zu schweren Unfällen führen. Gamaschen sollte jedes Pferd im Gelände tragen, da das Verletzungsrisiko durch Äste, Büsche, Steine oder auch Stoppelfelder höher ist als auf dem Reitplatz. Aber auch der Reiter darf seine Sicherheit nicht vergessen. Eine Reitkappe ist vor allem im Gelände ein sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Aufgrund der ungewohnten Umgebung und vielen neuen Eindrücken steigt das Risiko, dass sich die Pferde erschrecken und ausbrechen. Eine Reitkappe schützt bei einem Sturz oder auch bei einer Kollision mit Ästen vor Verletzungen. Eine weitere Schutzmaßnahme ist das Tragen einer Sicherheitsweste. Die übliche Ausrüstung eines Reiters, wozu Reithose, Reitstiefel oder Schäpps und Handschuhe gehören, sollten immer vorhanden sein. Je nach Wetterlage gibt es mittlerweile spezielle Decken und Mäntel, die Pferd und Reiter bei Wind und Wetter trocken halten. Vor allem für Reiter, die viel an Straßen und öffentlichen Wegen reiten, gehören Leuchten, Warnwesten und Bänder mit Reflektoren zur Ausrüstung, um bei schlechten Lichtverhältnissen besser gesehen zu werden. Neben der Ausstattung ist jedoch auch das gut gerittene Pferd ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Nur ein Pferd, welches sofort auf Hilfen und Kommandos reagiert, gibt dem Reiter die Möglichkeit, sich sicher im Gelände oder im Straßenverkehr zu bewegen. Reiter, die mit einem undurchlässigen Pferd ins Gelände gehen, haben meist große Probleme, ihr Pferd an Ampeln oder Straßen zum Stehen zu bringen. Lektionen wie Rückwärtsrichten oder Seitengänge sind immer wieder notwendige Aufgaben, da man oft Platz für Fußgänger oder andere Fahrzeuge machen muss. Nicht jedes Pferd ist zum Ausreiten geeignet. Junge oder schreckhafte Pferde können einen Ausritt schnell zu einem nervenraubenden und sehr gefährlichen Erlebnis machen. Jeder Reiter sollte sein Pferd ausreichend kennen, bevor er ins Gelände geht. Wenn man diese Tipps befolgt, dann kann man mit seinem Pferd im Gelände unvergessliche Momente genießen und sich selbst und seinem Partner Pferd eine erholsame Abwechslung zur Arbeit in der Halle oder dem Reitplatz bieten.